Ja, die wird unserem jetzt hier Offizier, höchste Offizier an Bord, Hasswulf. Haswulf, ich weiß den Namen immer wieder, Haswulf noch Anweisungen geben, wie er sich hier mal zu verhalten hat, dass er keine Maskane an Bord lässt und sich friedlich zu verhalten. Falls die Leute an Land gehen wollen, immer nur zu zweit oder zu dritt mindestens. Und ja, die Strafen für Nichtbenehmen verstehen die von selbst hoffentlich. Ja, klar, Abenteuer. Viel Erfolg, Kapitän. Ja, vielen Dank. Hoffen wir, dass wir Erfolg haben. Wir bringen ein, zwei Seeschlangen für dich mit um. Danke. Bringt mir ihre Zähne mit. Ja. Und dann geht es los. An Bord der Tiger von Maraskan. Selbstverständlich viele altgediente Helden. Mujiajian, der Bordheiler, Felix Igida und Kotnashan da selbst, der sein Schiff natürlich auch selbst lenkt, so wie sein Kapitän eben tut. Guter Klatsch, der gehört wird, und wenn ihr in Richtung Norden segelt, werdet ihr feststellen, dass er in Richtung Sinode aufbricht. Heißt ja erstmal noch nichts. Gut, dann verharrt ihr der Dinge, der Hierarchie an Bord sich untergeordnet. Die Mannschaft besteht ja aus Freibeutern, aus Halsabschneidern, aus Glücksrittern, üblen Schurken, aber eben alles Maraskaner. Im Grunde wie zu Hause. Die Stimmung ist ziemlich rau. Die Piraten sind entschlossen und der Kampfgeist ist maraskanisiert. Also sie tun alles, um die Hässlichen und um die Hafaias umzubringen. Und sind sich da auch nicht zu schade, wenn Garethias oder Fremdijis zu Schaden kommen. Dann ist das so. Das heißt, ihr werdet hier an Bord nicht unbedingt so freundlich begrüßt, wie das eben auf Maraskan selbst der Fall ist, mit ihrer offenen Art. Denn das ist quasi ein Militärverbund, doch wenn er sich selbst so nicht nennt und wenn er keine Zulassung hat, sondern wenn sie offiziell Piraten sind. Aber man wird hier auch ganz offen angeschlagen mit dem Steckbrief. Damit sei kundgetan, die Ergreifung oder Belegung, Erschlagung von Kotnashan, Piratenkapitän Tazer Lucke, Tiger von Maraskan, belohnen wir mit 700 Golddukaten kaiserlicher Prägung. Gesiegelt durch Fürst Herdin dem Ersten von Maraskan, Tutsak, 1003. Bosbarans Fall. Ja, der Steckbrief hängt hier ganz offen herum, angeschlagen an den Mast. Und auch Mira wird für einigen Respekt unter den Mannschaftern sorgen. Die halten sich dann eben umso aggressiver von euch fern. Und wenn ihr dann den Sinode anlegt, werdet ihr sehen, wie erst einmal alle Maraskaner von Bord schwärmen und den Klatsch verbreiten, dass sie jetzt zum Friedhof der Seeschlangen fahren. So viel zum Thema der Unabhängigkeit. Ja. Nach grob einer Stunde, die ihr in Sinoda verbringt, könnt ihr sehen, wie die Leute und auch viele weitere mehr, die sich jetzt wohl dem gerechten Kampf anschließen wollen, Kotnasan jetzt begleiten. Die Mannschaft ist also doppelt so groß geworden. Dass da wirklich irgendwas mit Sold verhandelt wird, habt ihr nicht gesehen. Und der Klatsch sagt das eben wohl auch. Zumindest sind die Leute, die jetzt neu dabei sind, nicht ganz so aggressiv. Und dann geht es weiter. Sind es jetzt 32, die wir mitnehmen? Nee, von euch selbst nicht. Also ihr seid weiter 60, 16. Aber die Mannschaft von Kotnasan ist umso größer Okay. geworden. Ja, gut. Also er hat jetzt Der ungefähr rechnet mit 100, Verlusten. er hat jetzt 120 Leute dabei. Okay. Ja, ihr könnt auch sehen, wie sie viele weitere Aale dabei haben, beziehungsweise Harpunenschussgeräte, die sie dann eben auch in der Hand führen können. Und auch große Seile und Taue, die sie dann eben mit dabei haben. Ihr wisst nicht genau wofür. Höchstwahrscheinlich für den Kampf gegen Seeschlangen sollte man auf welche treffen. Aber der Kampf ist gerecht und immer gegen die Hässlichen. 10 Stunden segelt ihr in Richtung Norden. Die rote Insel, die euch herüberruft. Ihr könnt das Salz unter euch spüren, wie es dann davon geschwemmt wird. Die Talucke ist unglaublich schnell, unglaublich wendig. Es gibt nicht wirklich viele Kanonen oder Rotzen an Bord. Also, wenn man hier auf eine offene Seeschlacht trifft, dann würde man höchstwahrscheinlich sehr schnell untergehen, sollte man eben nicht schnell und wendig sein. Aber genau das weiß Kotnashan einzusetzen, während ihr dann 10 Stunden in Richtung Norden fahrt. Dann. Können wir regenerieren währenddessen? Einmal, ja. Ihr Abzüge? werdet minus 2. Weil ihr keine Kajüte oder sowas habt. Vorbei an Zinobab, an Achasak, und dann könnt ihr auf der rechten Seite erkennen,
wie dort eine weitere Insel rot aufragt, Andalkan. Die Wetterbedingungen sind weiter rau. Die See ist durchaus dunkler geworden. Ehemals blau wird sie mit jeder weiteren Meile, die ihr in Richtung Norden fahrt, noch blauer und noch tiefer und kälter und weniger salzig. Es stinkt nach Verwesung. Und ihr könnt auch die eine oder andere Schuppe auf der Oberfläche erkennen, bis ihr dann auf der rechten Seite Andalkan habt und den dicken Sumpf auf eurer linken Seite, das Delta, wo dann beeindruckend, nicht wahr? Die Tiger von Maraskan anlegen wird. Trependelio wird auf alle Fälle an Brabak erinnert, auch wenn es rot und nicht schwarz oder grün ist. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass der Verfall des Wassers so rapide zunehmen würde, wenn wir uns nähern. Ich habe selbstverständlich die Berichte von anderen Unheiligtümern gelesen, aber nun, es scheint eine relativ starke Verdünnung stattzufinden, je weiter man geht. Also, ist stärker, als ich es erwartet hätte. Was denkt ihr, Boltax? Nun, ich denke, das Brackwasser... Ja. Nun, seit der Verdünnung, wir können nur darüber spekulieren, wenn wir dort sind und die ursprünglichen Ausmaße der sich ausbreitenden Unwassermassen sehen können. Aber es ist schon beunruhigend, dass es bereits hier so weit fortgeschritten ist. Nun, das kann entweder von den Pforten des Grauens kommen oder damit zusammenhängen, dass auch der Sturm stärker geworden ist. Es stinkt wenigstens nicht so schlimm wie Brabak. Chasuel, wir sind viel zu weit nach Norden gefahren, als ich dachte. Hier halten wir keinen Schritt weiter. Von hier aus müsst ihr selbst zusammen mit den Uru- und Grobpriestern zurechtkommen. Ja, vielen Dank. Ihr habt uns sehr geholfen. Wir werden es nicht vergessen. Nun, dann schickt die Hässlichen für mich in den Ethragin. Wir werden uns bemühen, die Welt ein wenig schöner zu machen. Bruder, Schwester Zulamin, die Welt ist schön. Nun, dann lasst uns aufbrechen. Ja, ihr könnt dann anlegen. Auch hier gibt es wieder einmal keinen Anlegesteg. Natürlich nicht. Ihr befindet euch mitten im sumpfigen Morast. Und der Erste, der von Bord springen wird, ist der Eukolizianer, der alte Mann. Und ihm gefolgt die beiden Rohr-Gor-Schwestern, die dann bis zur Hüfte im Sumpf versinken. Und nach vorne stark sind. Frage. Kann ich eine Schuppe aus dem Wasser fischen? Gib mir mal eine Seefahrtsprobe, dann ja. Was habe ich nicht? Dann gib mir eine abgeleitete Probe auf. Wäre das nicht Angeln? Kommt, es wäre Angeln. Angeln, das ja, doch, Angeln. Dann Angeln. Handwerk. Angeln habe ich natürlich auch nicht. Ich bin unfähig für Naturtalente. Fingerfertigkeit abgeleitet, plus 7. Ja. Chance ist ein Drittel. Ha! Und sagen wir, es ist eine gute erhaltene. Ja, soll gelingen. Eins cool. Bestätigt. Sogar die bestätigte Bestätigung. Ich betrachte die eine Weile, bis wir dann endlich an Land gehen können und stecke sie dann wortlos ein. Nun, sind wir da? Von hier aus geht's wohl zu Fuß weiter. Ab durch den Sumpf. Ja. Ich muss zugeben, ich habe die Sümpfe nie sonderlich gemacht. Denk daran, was wir einmal gelernt haben. Ja, mein Schatz, alles gut, alles gut. Als wir in den Schwarzen Landen waren. Erinnert ihr euch noch? Mit dem heiligen Maulwurf? Wolters, ich habe keine Ahnung, was du willst. Ja, dass wir uns Schuhe flechten sollen, sodass wir gut auf dem Morast auftreten können. Wo wollt ihr die Schuhe jetzt hernehmen? Naja, guck doch mal, da hängen irgendwelche Lianen und da sind so kleine Büsche. Ich denke, hier könnte man bestimmt ein paar Schuhe flechten. Nicht wahr, Bruder, Schwester? Er tut, was ihr nicht lassen könnt. Wir haben dafür keine Zeit. Ah, gut, aber wenn einer von euch einsinkt, ich ziehe ihn nicht aus dem Sumpf.
Nun, ihr habt wahrscheinlich am meisten Schwierigkeiten, wenn ihr einsinkt. Hm. Ja, Boltax, du betrachtest das gerade. So wie die, wie der Euko die Zahne und die anderen beiden eingesunken sind, wie sie drunter gesprungen sind, du wirst es wahrscheinlich mit deinem Kopf unter den Schlamm tauchen. Ja gut, dann mache ich einen geodischen Wasserbann. Was tut der? Achso, das war das, womit wir damals unterm Fluss durchgelaufen sind. Ich lese den geodischen Wasserbann einfach mal vor. Ich packe mir zunächst kurz an meinen Schlangenring und lasse ASP, also 7 ASP, in den Schlangenring fließen, um für eine Spielrunde den Bann zu aktivieren. Der Geode kann den Schutz, also Quatsch, der Zauber erschafft einen Schutzfeld gegen Wasser aller Art, seien es nun Regentropfen, hohe Luftfeuchtigkeit oder Tiefen des Meeres. Der Geode ist von einer etwa 3 Finger dicken Zone aus Luft umgeben, dass kein Wasser zu ihm vordringt. Auch starke Wasserströmungen beeinträchtigen ihn nicht. Andererseits ist es ihm auch nicht möglich zu schwimmen. Er sinkt unweigerlich zum jeweiligen Grund hinunter. Ja gut, aber wenn ich eh unter Wasser wäre, ist mir das recht egal. Vor allem, wenn ich durch den Sumpf fahre. Aber was macht das mit sehr wässrigem Boden? Ich meine, treibt es das Wasser aus dem Boden? Genau, treibt das Wasser aus dem Boden. Ja, das heißt, er geht auf alle Fälle auf trockenem Erdreich. Genau. Ich muss sagen, Diamantis, ihr habt recht. Es stinkt weniger als im Brabak. Na, sag ich doch. Den Gestank vom Brabak, ja, der ist zumindest bisher für meine Nase unübertroffen. Nun, man gewöhnt sich zumindest in der Stadt dran, aber die Sümpfe sind mir nie lieb geworden, sagen wir so. Ja, ihr tut mir wirklich leid, dass ihr euch daran gewöhnt habt. Oh, macht euch nichts draus. Von der Stadt selbst habe ich gnädigerweise fast mitbekommen. Ja, wir müssen aber jetzt auch mal in den Sumpf und mit den Worten würde ich von Bord springen. Ich bin hinter Bollocks mit der Ehe hüpfen. Ja, oh, auf geht's. Tekala, schaffst du das? Ich kann. Also ist das quasi unten Schlamm und oben drüber eine Schicht Wasser oder wie? Ja, genau. Und der Schlamm, also du würdest sagen bis zu den Knien. Also wenn du jetzt reinspringst bis zu den Knien, hast du erstmal nur Wasser und danach kommt nochmal eine Schicht genauso tief nur Schlamm, bis du dann irgendwann bis zur Hüfte eingesunken bist. Können wir nicht einfach Boltax hier stapfen? Ich wollte gerade sagen, wenn wir uns alle innerhalb von 3 Metern zu Boltax halten, laufen wir vermutlich, sieht es so aus wie ein Flussbett dann, oder? Ja, so kann man sich das vorstellen. Nun, wenn ihr nichts genannt habt, Margus, werde ich mich doch in eurer Nähe halten. Ja, selbstverständlich. Ja, Boltax, du kannst runterspringen, du siehst, wie in Zeitlupe das Wasser vor dir verdrängt wird und du dann in ja, etwas Schlamm stehst. Der Rest des Wassers verdrängt so aber, dass du viel Erde unter dir hast und die Wassermassen gegen deine Blase gegenkämpfen. Ja. Und dann würde ich ganz entspannt so weit durch den Sumpf laufen, bis wir auf festem Boden stehen. Ja, oder zumindest auf festerem Boden stehen. Ja, wenn die anderen folgen und hinterher springen und versuchen dann eben mit dem Schlamm zu kämpfen und immer mal wieder an dieser Blase versuchen zu stehen, das Erste, was ihr erkennen könnt, dass auf dem Boden des Wassers, auf dem Boden des Schlamms ach so, unglaublich wichtig, viele... Wichtige ja. Anmerkung... die Zone ist nur 3 Finger dick, also ihr könnt mir nicht hinterherlaufen, denn danach schwappt das Wasser wieder hinter mir zu. Moment, ich dachte, ihr werdet 3 Schritt breit. Nein, das ist die andere Variante, wo ich euch hätte mitnehmen können. Ich hab die gewirkt, die nur mich schützt. Oh, okay. Das ist wichtig. Ich meine, du bist ein Bastard, aber okay. Ey, ich habe nicht so viel ASP. Du musst doch haushalten. Ich kann dir welche geben. Möchtest du Reversales magischer Raub? Ich glaube, wir sind einfach durch den Schlamm mit. Ja, Boltax, wenn du reinspringst, kannst du eben unter dir es auch vernehmlich knacken hören, wenn du dann siehst, wie unter dir tote entweder Hummer liegen, die dann auch schon weiß und verfault sind, oder aber Skorpione, irgendwelche Wesen, die im Wasser oder am Wasser leben, verschiedenster Art und Weise. Sie sind auf alle Fälle sehr krank und das Fleisch nicht mehr so gesund, sodass je nachdem alle 5 Schritte, die du dann gehst, siehst du eben auch den Grund für das ekelhafte Stinken und für die Krankheitseinflüsse, die dann hier wohl in dem Brackwasser hausen. Der Diamantis wartet mit seiner Abalone weit über den Kopf ausgestreckt durch den Sumpf hindurch.
Ja, derweil könnt ihr erkennen, wie die beiden Ruhren Gorpriester irgendwann auch auf der Oberfläche des Wassers laufen und die ein oder andere Pflanze vom Boden fischen. Ihr könnt erkennen, wie sie dann Donf suchen und Hiratwurz und Egelschreck, die sie dann nach und nach eben mit den Händen zerdrücken, so ein bisschen Stinkmöbel, die sie dann verreiben und sich dann ins Gesicht schmieren, sodass sie dann irgendwelche ekelhaften Streifen im Gesicht haben. Und sämtliche Insekten, das Ungeziefer, was dann überall um euch herum grassiert und euch piesackt, euch sticht, wird vor allem Abstand halten von ihnen. Ja, irgendwann Olginwurz, also die beiden hohen Gorpriester zerdrücken sich dann eben das ein oder andere, teilen das untereinander auf und geben dann eben auch die Reste den anderen Maraskanern und dem Eukolizaner. Der Ventilo rümpft darüber in die Nase und gibt den Tiegel mit vorbereitetem Egelschreck herum. Wenn ihr da so geneigt wärt, ich hoffe, ich habe eine selben Fettgrundlage gefunden, die nicht gar so sehr riecht. Naja, es ist kein Stollen Nummer 5, aber es wird gehen. Nun, verzeiht, ich hatte nicht die Zeit, um mit Sulamin über ihren Parfümvorrat zu beraten, was sie denn empfehlen würde. Stollen Nummer 5. Trotzdem Dank für eure Bemühungen. Ja, ist ja auch gar nicht so tief hier. Das ist nur dreckig. Na gut, noch mehr Dreck. Ich schmier mir halt diese Paste ins Gesicht und dann an den Körperstellen. Vorrangig sehr kreide. Sorry, sehr kreidig, glaube ich. Nun gut, ich werde besser wird es von hier aus nicht. Ja, Achtef Sabu ist wohl die Anführerin eurer kleinen Gruppe, beziehungsweise die Urpriesterin wird dann eben wohl mehr oder weniger zu euch sprechen, während die andere fleißig umhersucht. Bruder, Schwester, die Welt ist schön. Das ist so eine gute Idee gewesen, dass wir aufbrechen. Ich war schon so lange nicht mehr hier oben. Wohin geht es? Nun, von hier aus müssen wir erst einmal wieder in Richtung des Festlandes. Der Sumpf hier wäre sonst für euch zumindest sehr tödlich. Und wir müssen auf alle Fälle auf Stachelschweine aufpassen. Wir haben schon einige Spuren von ihnen gesehen. Und von da aus dann in Richtung Norden, wenn wir am Festland weiter sind. Der Sumpf würde uns sonst die Marschgeschwindigkeit doch allzu sehr einschränken. Und wir brauchen auch einige Bäume, die wir dann benutzen können, um dort zu schlafen. Nun gut, dann führt uns doch auf dem direktesten und sichersten Wege. Ja, damit geht sie vor. Wie gesagt, sowohl sie als auch ihre Schwester schreiten über der Wasseroberfläche beziehungsweise über der Matsch- und Sumpfoberfläche, sodass sie eben kaum bis gar nicht dreckig werden. Sie sind zwar schon unglaublich matschig und sie sind auch eingeschmiert mit diesen ekelhaften Pasten und den Wurzeln, aber es sieht sehr grazil aus, wie sie jetzt eben über die Oberfläche laufen, als würde Roh und Gros sie auserwählt haben. Oder aber für die anderen zu erkennen, höchstwahrscheinlich sind sie Viertelzauberin. Wie darf sie wohl machen? Wellenlauf vielleicht. Soll ich es euch erklären oder möchtet ihr von alleine drauf kommen? Nun, ich vermute es ist magisch, ja, aber kennt ihr diesen Kantus? Natürlich. Ich kann ihn zwar selbst nicht, aber selbstverständlich. Ich fragte eigentlich Serpentyria, aber ja, gut, danke. Ihr solltet euch da auf ein Wort, Markus, hören. Er ist ein Quell von Weisheit. Ja, Quell. So. Guter Witz, weil ich doch Elementarmagier bin. Ich lächle selbstzufrieden und marschiere weiter. Was euch auffällt, im Gegensatz zu Beskan und auch zu Yanraskan und Jilaskan, der Dschungel, so er sich dann vor euch ausbreitet, wenn ihr näher und näher kommt, ist leise. Viel zu leise. Kein einziges wirkliches Geräusch. Nur das Knacken. Wenn ihr dann näher und näher kommt und die Büsche größer werden und die Bäume höher. Und zahlreicher. Und röter. Ist das normal, Eilasab, dass es so still ist, oder liegt das an der Nähe des Unheiligtums? Bruderschwester, nein, das ist normal. Der Dschungel ist tagsüber immer leise. Nur in der Nacht, da geht es dann los. Wobei ich mir nicht sicher bin, ob es auch hier nachts losgeht. Dann sollten wir uns wirklich Gedanken machen. Wenn keine Tiere hier sind, das Kreischen von Vögeln, das Gekecker von Affen oder das triumphierende Gebrüll von Jägern und die Todesschreie der Opfer. Da sollten wir uns Gedanken machen. Wir wissen auch nicht von irgendwelchen einheimischen Rebellengruppen, die sich hier dem Kampf angeschlossen haben. Wir haben zwar im Vorfeld schon einige Recherchen angestellt und wir vermuten, dass hier wohl zwei hässliche Parteien gegeneinander kämpfen und Krieg führen. Es könnte also auch durchaus sein, dass wir auf deren Kampfspuren stoßen. Haut mal, ich habe mir ganz viele Bänder gekauft. Nur für den Fall.
Da maßt ihr euch aber Kulturen an, die ihr nicht angehört. Ja, aber es hieß doch, wir sollen sinnvollerweise ganz viele Bänder kaufen, in bunten Farben, dass die Rebellen möglicherweise freundlich mit uns sind. Nun, normalerweise entscheidet ihr euch für eine Farbe, wenn ihr euch deren Partei zugehörig fühlt. Ja, aber warum sich für eine entscheiden, wenn man sich allen anschließen kann? Aber sie hassen sich gegenseitig. Ja. Liegt bestimmt daran, dass sie nicht miteinander reden. Wenn man erst einmal miteinander redet, ist das in der Regel eine Möglichkeit, Freundschaft zu schließen. Außer natürlich, die einen sind, wie habt ihr sie genannt? Hafaxijians? Hafaxijians, ja. Genau, aber ich glaube nicht, dass die Rebellen Hafaxijians sind, oder? Nun, es gab einige Hafaxijians, oder andersrum, Rebellen, die sich den Hafaxijians angeschlossen haben, aber der Herrband der grünen Schwestern verhindert das zumeist. Aha. Und was eint die Rebellen alle? Nun, roh und grand, und dass die Welt schön ist. Naja, und wahrscheinlich, dass Echsen ziemlich bäh sind, oder? Ja, gibt selbstverständlich. Die Echsen sind die Hässlichen, und man muss auch gegen die Ungeschaffenen kämpfen, aber auch der gemeinsame Kampf gegen die Erechias. Immerhin seid ihr das Problem. Seht ihr? Naja, ich bin ja noch einmal eine andere Rasse. Ich kann nicht das Problem sein. Aber nun, doch, ihr seid Garethia. Nein. Es geht nicht Zwerg. Darum geht es nicht, Boltax. Ihr seid nicht Vamaraskan. Das macht euch zu einem Garethia. Na. Aber es klingt, als würde darin das Wort Garad stecken. Und damit haben wir nun wirklich nicht viel zu tun. Nun, ihr seid diejenigen, die damals vor über 40 Jahren zu uns kamen und uns diesen Dschungel wegnehmen wolltet. Interessanterweise bin ich vor 40 Jahren nicht hierher gekommen. Was das angeht, wusstet ihr, dass es irgendwo hier noch die letzten Reste der echtzischen Hochkultur geben soll? Oh ja, wir müssten sie vernichten, wenn wir sie sehen. Da habt ihr eine ganze Menge zu tun. Und das sagenumwogene Akrabal hat bisher noch keiner gefunden. Eine Frage, die Echsen kommen aber von hier, oder? Also sie sind nicht Garethian. Sie sind hier, Echsen, weil Bastrabun sie hierher verbannt hat. Die Echsen sind die Hässlichen. Sie müssen getötet werden. Sie vernichten die Schönheit der Welt und verbünden sich mit dem Ethragin. Da stimme ich euch vollkommen zu, aber das beantwortet meine Frage nicht. Die Echsen kommen von hier, oder? Das ist so. Nun, dann ist doch nicht alles schön, was von Maraskan kommt. Und ich zwinker ihr mal zu. Sie schüttelt mit dem Kopf. Garethia. Ein Zwerg. Und was ist dieser Herban? Ist das eine der Rebellenfraktionen? Der Herban der friedlichen Schwestern. Sie grinst etwas. Nun, das ist etwas, was sich der Dschungel ausgedacht hat. Der Dschungel. Er kann denken. Nun, das für ein Unsinn. Natürlich, der Dschungel ist ein Teil Sumus und damit ein Teil elementaren Humuses. Natürlich kann er denken. Jedes Wäldchen kann ich denken, ist ein Wald. Nicht mehr, nicht weniger. Da solltet ihr vorsichtig sein. Dann denkt ihr eventuell so wie die Hafaxijians, aber auch sie wurden eines Besseren belehrt. Mhm. Ich denke, Kapitän, es tut an dieser Stelle uns nicht gut, unsere beiden Witnessführer anzuzweifeln. Seht, ihr seid Garethias und Fremdigis und dementsprechend Doom. Das ist aber nicht schlimm. Ich belehre euch gerne. Jahr für Jahr gibt es eine gewisse Anzahl von Inselbewohnern, die durch Maraskan sterben. Das ist nicht ungewöhnlich. Wir haben unsere Eukulizaner, die mit ihnen gelebt und gelernt haben. Aber es gibt etwas Furchtbareres als Maraskan, so groß und schön sie doch sind. Es gibt Dschungeldörfer. Wir haben sie nun gesehen, wie Kinder und Alte tot dort lagen. Ihre Häuser von den gierigen Fraßkäfern innerhalb von wenigen Tagen zum Einsturz gebracht. Es gab Paderrudel, die auf Menschen bevorzugte Jagd gemacht haben und andere Tiere ignoriert haben. Alles noch harmlose Vorboten. Doch dann gab es bestellte Felder. Sie wurden krank, diese Felder. In ihnen wuchsen giftige und fleischfressende Pflanzen. Scharen von Schlangen belagerten die abgeschiedenen Dörfer und drangen in die helllichten Tag in sie ein.
Es ging Kunde um von mehreren schrittbreiten Käferkolonien, die Palisaden an abgelegenen Dschungelfestungen überrannt haben und von einzelnen Reisenden, die von der schieren Masse der sechsbeinigen Geschöpfe der Wälder zerquetscht wurden. Dämonisches Gezücht, fragt ihr euch? Oder aber der Herban der friedlichen Schwestern? Ein Krieg im Wald? Eine berserkerhafte Wut, die diesen Geschöpfen innewohnt. Und das Land selbst hat beschlossen, sich der Schändung zu widersetzen, die Bewohner zu verdrängen, den tiefen Wald, den Entschluss, alles aufzufressen und zu vernichten, was sich auf der Schwüle halbdunkel angepasst hat. Deswegen schlafen wir auch oben gelegen. Wir haben gelernt, dass das Innere der Insel gefährlich ist, auch für Maraskana. Aber die Schönheit der Welt ist davon ungetastet. Sie vernichten weiter die Havaxijians, die Rote Legion. Bitte, Abemir. Es gab so etwas schon einmal in der großen Wüste in der Nähe. Erinnert euch, der große Schwarm. Ja, es klingt ein bisschen danach. Aber der große Schwarm wurde gerufen. Nur, dass Zah und Pereine, Bruderschwester Zah und Pereine, hier ihren Herbern aufgeboten haben. Und jeden zum Verderben führt, der sich ihnen entgegenstellt. Deswegen der Herban der friedlichen Schwestern. Zah und Pereine. Die alte Nixen hat eine Strat sehr fair. Vielleicht ist es auch ein Ausdruck, so muss wirken. Nun, der Herban scheint auf jeden Fall keinen Unterschied zu machen, oder? Macht die Natur denn einen Unterschied? Der Herban macht keinen Unterschied. Deswegen schlafen wir auf den Bäumen. Es gibt nur wenige Tiere, die dem Herban angehören und uns verschonen. Unter anderem die Roten Schwestern. Die Tarantel, die Eukolizana.